bin zuerst mal beim Barcamp und ich hatte ehrlich gesagt ein bisschen Angst davor, dass alle irgendwie oberflächlich sind und ich mich mit niemandem verstehen werde, aber ja, jetzt ist es eigentlich echt cool und man lernt auch sehr viel. Ich bin nicht zum ersten Mal beim Barcamp, ich war letztes Jahr schon beim Barcamp dabei und da war ich zum ersten Mal da und die Erwartungen waren halt wie letztes Jahr, dass halt ich ein bisschen mehr kennenlernen über YouTube und das Ganze drum und dran und meine Erwartung war auch, dass mehr kommen als letztes Jahr. Ja, also meine Erwartungen wurden auf jeden Fall erfüllt. Es sind auf jeden Fall mehr Leute da gewesen, da, immer noch. Ich bin zum ersten Mal beim Barcamp und ich hatte die Erwartung, dass jetzt, weil ich das zum ersten Mal so in Nürnberg mitbekommen habe, dass jetzt nicht so viele YouTuber und so da sind, die auch bekannt sind. Und ich finde aber, dass sich diese Erwartung definitiv widerlegt hat. Ja, ich bin zum ersten Mal beim Barcamp. Welche Erwartungen hatte ich? Ich habe erwartet, neue Leute kennenzulernen, YouTuber, und hat überrascht, dass das Steve hier ist, der auch sehr viel Erfahrung hatte. Dass Steam Take TV da ist, wusste ich, aber dass Steve da ist, wusste ich nicht und fand ich recht cool. Ja, ich finde es cool, dass sowas auch in Nürnberg veranstaltet wird und nicht nur in so wirklich größeren Städten. Und ich finde es auch echt gut organisiert. Ich finde es cool. Also man, neue Leute sind auch sau chillig und man kann, alles sind sau offen, man kann sich, kommt sehr leicht ins Gespräch. Das Barcamp gefällt mir sehr gut, weil ich selber YouTuber war oder auch beziehungsweise bin. Und in Nürnberg ist die YouTube-Szene halt noch sehr klein und deswegen ist es toll, sowas überhaupt zu haben wie das Barcamp, wo man halt andere YouTuber kennenlernen kann. Echt viel, also zum Beispiel, wie man Videos schneidet oder so verschiedene Themen, was andere YouTuber machen, und man lernt halt auch echt viele, was heißt, ja, echt viele YouTuber kennen. Ich konnte ganz viel Technisches mitnehmen, also halt wie man Schnittprogramme bedient, so Ansätze davon oder allgemein Bildbearbeitung. Wie man halt schneiden tut am besten oder wie man irgendwie was mit dem Ton am besten macht oder die Kamera, wie man, und von den Inputs auch, wie man halt am besten die YouTube-Videos erstellt oder beziehungsweise was man halt genau aus denen alles machen kann. Vernetzung. Ich habe ein bisschen gelernt, wie es ist oder wie man sich vernetzt als YouTuber, was ja doch recht wichtig ist, andere sozialen Medien zu benutzen, und ein bisschen Connection-mäßig was mitgenommen und neue Leute kennengelernt, und darauf kommt es ja auch an.